Hallo, liebe Modellflugfreunde. Herzlich willkommen bei Modellpilot EU. Mein Name ist Helmut Hochscharf und ich möchte euch heute das GPS von Multiplex vorstellen. Dazu verwende ich im Modell als Empfänger diesen RX9 DR Pro M-Link, den euch Stefan ja schon ausführlich beschrieben hat. Ja, liebe Modellflugfreunde, wir sind jetzt auf dem Modellflugplatz MFG Porz in der Nähe von Köln. Heute will ich euch also das GPS in der Praxis zeigen. Eingebaut ist es in der Fun Cup und der Einbau muss, das Gerät muss so eingebaut werden, dass die Antenne nach oben zeigt. Das heißt, in den meisten Fluglagen soll die Antenne Richtung Himmel zeigen, um einen einwandfreien Empfang zu gewährleisten. Landeklappen okay, Querruder, Höhenruder, Seitenruder. Empfänger ist aktiviert, Sender ist eingeschaltet. Jetzt kann man auf dem Display die werkseitige Einstellung sehen, Geschwindigkeit, Höhe und Entfernung vom Fixpunkt. Der Fixpunkt ist jetzt der Punkt hier, weil ich hier Empfänger und Sender aktiviert habe an diesem Punkt. Serienmäßig werden auf dem Display bei allen M-Link-Empfängern die Empfängerqualität und die Spannung des Empfängerakkus angezeigt. Auf Adresse 8 ist jetzt 0 Meter angezeigt, damit wird die Wegstrecke angegeben. Und ich bin ja noch nicht geflogen, also 0 Meter. Jetzt schalte ich weiter. Adresse 9 ist die Geschwindigkeit. Adresse 10 ist die Höhe über Grund. Über den Fixpunkt und 11 ist die Entfernung im Raum über den Fixpunkt. Ich bin jetzt ein Stück vom Modell entfernt, ja 3 Meter, 4 Meter wäre ein bisschen zu viel, aber 3 Meter kämen etwa hin. Klappen halb rausgefahren, ungefähr 45 Grad zum Start. Und Vollgas. Und Klappen wieder rein. Geschwindigkeit 40 Meter, 15 Meter, 18 Meter, Entfernung 94 Meter. Geschwindigkeit 50 Meter, 8 Meter, Höhe 8 Meter, Entfernung 128. Geschwindigkeit 44, Höhe 8 Meter. Entfernung 74. Geschwindigkeit 42, Höhe 8 Meter, Entfernung 114 Meter. Geschwindigkeit 41 Kilometer, Höhe 30 Meter, Entfernung 184 Meter. Geschwindigkeit 50, Höhe 29 Meter, Entfernung 100 Meter. Höhe 5 Meter, Höhe 4 Meter, 106 Meter Entfernung. Höhe 3 Meter, 4 Meter, Geschwindigkeit 29. Nochmal höher. Haben wir die Klappen vollgesetzt. Und gehen in den Wind. Und Gas weg. Geschwindigkeit 28, 27. Klappen wieder voll reingefahren und mal Vollgas. Geschwindigkeit 64.
Geschwindigkeit 61. Und jetzt kommen wir zur Landung, Klappen voll, rausgefahren. Halbgas. So, und die Wegstrecke, die ich zurückgelegt habe, wird mit 2951 Meter angegeben. Naja. Fazit, die Angaben sind realistisch. Für den Preis von 89 Euro ist das eine preiswerte Sache. Mühsam ist natürlich immer auf Display zu gucken und die Werte abzulesen. Ich denke mal, dass Multiplex in nächster Zeit auch diesen Sensor mit Sprachausgabe rausgeben wird. Das wäre natürlich eine große Hilfe.